Shizukes Sohn hat den Stein hier indem du deine Schwerter geschmiedet hast? Eure Klinge verdient das Beste. Oh, wir können das Katana verbessern. Du verbrachtest Stunden mit ihm. Ich musste dich wegzerren. Ich gönn's mir mal. Eure Klinge ist bereit. Bis bald. Dankeschön. Euer Schwert beschützt uns alle. Oh, sorry, ich weiß nicht. Ich finde das so schade. Oder vielleicht machen wir es wirklich so, dass er einfach diesen Helm trägt, diesen Sakai-Helm, weil ich finde den schon nice. In der Hoffnung, dass das irgendwie dann doch persönlicher wird. So, wir haben die Mission hier. Feigling von Yarikawa. Der beste Schütze ist verschwunden. Wir haben Ihmchen hier noch. Meine Güte, es gibt noch so viel zu tun, ne? Möchtet ihr sehen, was ich habe? Ich stehe euch zu Diensten. Dieser Kai-Clan-Rüstung-Farbe. Okay. Ah, okay. Kraft der Vorfahren. Okay. Blut des Clans. Das ist rot. Ihr seht dieses Rot einfach nicht. Okay, das ist die Ronin-Kleidung. Die sieht halt immer schön aus. Genau. Hier gibt es halt noch was. Also hier gibt es noch Kunde Tsushima und dann schließe der unbesiegbare Gosoku. Die beiden Sachen müssten wir nochmal machen. Wollen wir dann den Gosoku erstmal machen? Einfach nur damit wir, ja, diese neue Rüstung haben. Darauf hätte ich nämlich auch Lust. Ich weiß, ich mache sehr viele Nebenmissionen gerade nicht. Ich weiß nicht warum, aber nun. Es juckt mich irgendwie gerade im Moment nicht so sehr. Da haben wir die Geschichte. Bitte, kommt her. Die Geschichte von Gosaku wartet schon. Danke. Habe ich Bock drauf. Komm. Hallo? Ah, setzen. Okay. Gosaku, erzählt mir von ihm. Sehr gern, mein Herr. Vor 2,5 Jahrhunderten versetzten die Rothandbanditen aus Akashima ganz Tsushima in Angst und Schrecken. Etwa zu dieser Zeit hörte ein Bauer namens Gosaku den Geist eines toten Samurai zu sich sprechen. Er fand den Leichnam, der noch immer seine glänzende Rüstung trug. Überwältigt von der Schönheit der Rüstung, stahl Gosaku sie. Bald darauf erreichte die Rothand Gosakus Haus. Er wusste, dass die Bauern alles an die Banditen verlieren würden. Und so legte Gosaku die Samurai-Rüstung an. Die Banditen griffen an. Gosakus Schwertarm zitterte vor Angst. Er wappnete sich für den Tod. Doch Hieb um Hieb prallte von der Rüstung ab und Gosaku strauchelte nicht. Verblüfften Banditen wichen zurück, über ihre eigenen Füße stolpernd. Eine geheimnisvolle Ruhe überkam Gosakus Körper und Geist. Beeindruckt von Gosakus Tapferkeit, lenkte der Geist des toten Samurai seine Klinge. Binnen kurzem streckte Gosaku den letzten Banditen nieder. Und die Rothand wurde nie wieder gesehen. Jahre später, als Gosaku starb, schlossen die Bauernfamilien die Rüstung sicher ein. Jede Familie besitzt einen der Schlüssel. Nun suchen erneut Schrecken unsere Insel heim. Die Bauern Tsushimas wollen Gosaku auf einem Berggipfel gesehen haben. Ausschau nach einem mächtigen Krieger haltend, der uns heute schützen kann. Der unbesiegbare Gosaku. Ja, das ist... Wir haben schon ein paar Schlüssel. Uns fehlen noch ein paar. Die Rüstung ist noch sicher verwahrt. Und jetzt suchen die Mongolen danach. Und plündern Gehöfte auf der ganzen Insel, um die Schlüssel zu finden. Welche Höfe haben die Schlüssel? Aoi. Iijima. Kuta. Koshimitsu. Ohama. Und Yagata. Wenn ihr die Schlüssel findet... Die Rüstung soll auf einem Berggipfel in Akashima versteckt sein. Die Mongolen werden sie nie bekommen. Dessen bin ich mir sicher, mein Herr. Weil wir auch schon ein paar Schlüssel haben.
Und damit haben wir 1, 2 Gehöfte noch zu tun. Wisst ihr was? Ich hab Bock, die jetzt zu machen. Toll. Ich habe hier nichts in der Nähe. Das ist das nächste. Ich hab Bock, die jetzt noch zu machen, weil dann kriegen wir Gosakus Rüstung und die würde ich eigentlich schon gerne haben wollen. Dieser Gong, der immer ertönt. Mhm. Das ist eine Mongolenfähre? Nee, ne? Ja, muss sowas Mongolisches gewesen sein. Was geschieht hier in der Mongolenjotte? Was? Nennt man das Jurte? Das ist mir neu, der Begriff. Aber hier ist ja nichts drauf. Das heißt, hier muss irgendwas geschehen sein zuvor. Diese Farbe. Ich erkenne den Stamm nicht. So war sie völlig wehrlos. Sie biss sich ihre Zunge ab. Verblutete. Was wurde ihnen angetan? Eine Jurte ist also... Okay. Ist da hinten jemand? Mir sind Pfeile geflogen. Spuren von Mongolen. Was haben sie diesen Leuten angetan? Einer. Zwei. Nein, nein, nein. Oh nein. Boah. Die haben hier richtig gewütet. Hört ihr das? Aber was haben sie denn gemacht? Also das ist ja, warte mal. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Hier ist jetzt nichts, was ich erstmal sehen würde. Ich guck mal hier. Und die haben wohl mit Pfeilen um sich geschossen. Sei leise, sonst hört sie dich. Oh, das musst du gerade sagen. Ich weiß noch sehr gut, was du getan hast. Ich würde den Leuten gerne helfen, aber... Pulverbomben. Ach, das ist. Ach so, das ist die. Die nächste. Diese Reise in die Vergangenheit, oder wie das hier heißt. Das machen wir dann noch. Und das ist, glaube ich, noch ein drittes Level, was durch ein DLC oder so dazu kam. Oder durch den Director's Cut, I don't know. So, los geht's. Wie weit haben wir's? Immer so weit. 350. Wow. Brutig. Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen, Junge. Okay. Das ist, nun... Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. Okay. Einzelkampf. Cool. Duelle mit trinkenden Sumpf. Na dann komm. Lasst den Kampf beginnen. Oha. Halt.
ein interessanter Kampfstil. Ihr habt in einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Arm? Ah, da wollte ich gerade blocken. Da wollte ich wieder blocken. Okay, jetzt hat's geklappt irgendwie. Wie das mit dem Blocken klappt, ja, nicht so ganz. Ich konnte nicht ausweichen, warum nicht? Okay, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Also ein paar Mal hat der Input einfach nicht funktioniert. I don't know why. Genau, also das ist okay. Ja. Aber vielleicht ist der Input einfach in Zweikämpfen ein bisschen anders. Weil es halt Zweikämpfe sind, ne? In einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Oha, das war gut. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Er wird auf uns zugestürmt kommen. Wartet denn nur drauf. Boah, Glück gehabt. Okay, die Kämpfe sind echt schwerer. Boah, jetzt hab ich's geschafft. Schön. Okay. Das war kein einfacher Kampf. Das sage ich euch, wie es ist. Das war schon ein... Lebt wohl, Ronin. Das hatte schon was in sich. Aber jetzt haben wir einen Kampf gehabt. Einen schönen Kampf. Ich habe Spaß an dem Kampf. Ich bekomme nichts. Oh, ich bin so maßlos enttäuscht. Achso. Gut, das... überspringe ich jetzt mal. Das machen wir noch. Ich würde gerne jetzt erstmal diese Gosaku-Sache fertig machen. Mongolisches Gebiet. Mein Kollege. Ruhe, Etzadle. Okay, drei Stahl, hey. Schon Treffer. Oh ja. Nein, nein, noch einmal nicht. Wuffi. Alter, ich konnte nicht mal irgendwas machen. Die Hunde haben mich dauernd hintereinander angegriffen. Das ist ja echt nervig gewesen. Es fehlen noch ein paar. Meine Gebete wurden erhört. Vorsicht da draußen. Down.
ein bisschen Raubtierfälle mitnehmen. Den einen habe ich hier getroffen. Echt zugeschlagen in dem Moment, ne? In dem Moment, als ich werfen wollte. Oh, schade. Naja, gut. Ging auf meine Kappe. Hätte ich Hensch anders machen müssen. Okay, ich mach exakt wieder denselben Fehler. Daneben. Wer willst du mir anlegen? Na, step. Na? Daneben. Da. Oh, nerv nicht. Alles wird wieder gut. Die Großen kriegen wir auch hin. Run. Endlich frei. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Uns fehlt noch einer, ne? Wahrscheinlich. Nee, noch eine Person. Also, mindestens noch eine Person. Es waren noch zwei. Ich würde gerne herausfordern. Hey Leute. Nein. Ah. Noch einer. So, die haben wir auch erledigt, schnell. Bald seid ihr frei. Sexy. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Vorsicht da draußen. Es fehlt noch eine Person, ja. Und nochmal das Yoshi-Hallwort. Da haben wir doch... Ja, wobei, gut, wir haben aufgeräumt. Okay, wo könnte jetzt der Letzte sehen? Sehen wir das auf der Karte hier? Im Mordor ein Gegner von oben, okay. Also hier haben wir niemanden. Schade, so kommen wir nicht hoch. Was Ihmchen haben wir? Es ist halt wegen diesen Erdhäusern, ne? Oder diesen schönen Häuschen hier. Ganz so wundervoll. Ach, da hinten ist er. Aber ist der nicht schon alleine?